Namaste. Wir sind heute in einer Yoga-Klasse, die uns in ihrem Höhepunkt in Ardha Chandrasana hinführt, in den Halbmond. Und das ist eine der klassischen Standhaltungen des Yoga, die mit Balance verknüpft sind. Darauf bereiten wir uns vor. Und wenn wir den Halbmond analysieren, dann braucht der im Wesentlichen drei verschiedene Aspekte. Einmal Stabilität und ein zentriertes physisches Gefühl im Körper, in der Körpermitte. Brauchen wir die Stabilität als Ausgangsbasis. Als zweites Länge im Körper, Länge in den Flanken und besonders Länge in den Beinrückseiten. Und als drittes die Hüftmobilisation und hier im Wesentlichen die Hüftöffner in der Außenrotation der Hüftgelenke. Das sind die körperlichen, physischen Vorbereitungen, die wir jetzt praktizieren werden. Gleichwohl braucht es noch ein bisschen mehr und das ist eine Geisthaltung. Denn Balance ist nicht nur eine Frage des Körpers, sondern auch der Konzentration. Ja, und das kennst du vielleicht, wenn du mal Tage hast, da sind Balancehaltungen wie der Baum sehr gut, da steht man da wie so eine deutsche Eiche. Und an anderen Tagen, das ist alles wackelig und überhaupt nicht irgendwie fokussiert oder zentriert. Und das ist oft eine Frage des Geistes. Ja, kann ich mich darauf einlassen? Kann ich mich auf das Hier und Jetzt fokussieren und da auch bleiben? Und das ist eine Frage, die wir auch in den Mittelpunkt dieser Stunde bringen werden. Also neben dem Körper und seiner Vorbereitung auch die Möglichkeit, wirklich hier und jetzt zu sein. Ja, und wie selten ist das im Alltag? Da mache ich das eine und denke schon an das andere. Und diese Yogastunde soll uns ja versammeln in den Augenblick. Wir beginnen im Liegen. Und als Vorbereitung noch ein Tipp: Du brauchst mindestens einen Yoga-Block. Denn das ist eine Unterstützung nachher für die Balancehaltung. Also mindestens ein Yoga-Block einfach an den vorderen rechten Teil deiner Yogamatte legen. Und wenn du das hast, dann lass uns in der Rückenlage treffen. Lass die Füße zunächst aufgestellt und kuschel den Rücken an die Unterlage. Du kannst gerne für einen Moment des Ankommens die Fersen weiter nach außen setzen und die Knie zueinander sinken lassen, sodass deine Beine eine sehr gemütliche und bequeme Haltung haben. Leg auch die Arme entspannt ab, kuschel die Schulterblätter an den Boden und schließ für einen Moment die Augen. Lass uns in diesem ersten Schritt in dieser Stunde vom Kopf in den Körper kommen. Weg von den Gedanken des Kopfes, von seinen Plänen, von seinen Konstrukten, weg von dem, was dich beschäftigt, hin in den Körper. Und wenn du die äußeren Augen schließt, dann stell dir ein inneres Auge vor, das du öffnest, das jetzt in den Körper hineinschaut. Nimm Kontakt zu dir auf. Hier bist du, hier im Liegen auf deiner Yogamatte. Nimm dir einen Moment Zeit, die Yogamatte zu fühlen. Und mit diesem inneren Blick auch die Auflageflächen deines Körpers zur Yogamatte anzusehen. Ja, gern mit einer kleinen Körperreise. Und überall da, wo du siehst, dass du etwas berührst unter dir, beobachte bitte dort, ob diese Berührungsfläche noch größer werden dürfte. Anders gesagt, lass dich von oben in die Erde schmelzen. Und da von unten ist etwas, das dich trägt. Da ist Halt und Stabilität. Da ist die Basis, die Erde unter dir. Du tauchst also nicht endlos tief ein, sondern wirst, so wie du eintauchst, von unten aufgefangen und gestützt. Und dieser Halt der Erde, das ist eine ganz wunderbare Einladung dazu, dich ihr anzuvertrauen. Ja, stell dir vor, du öffnest um dich herum ein Feld des Vertrauens. Vertrauen darauf, dass die Erde immer da ist, um dich zu tragen und aufzufangen. Und mit diesem Vertrauen auf die Erde, die dich trägt, bitte ich dich, nochmal in den Körper einzutauchen und zu spüren, wo eine Entspannung jetzt gut tut.
oder etwas, das du jetzt nicht brauchst, loslassen kannst. Körperlich, aber auch in der Haltung des Geistes. Und dann bring diesen inneren Blick hin zur Atmung. Beobachte einfach, wie die Atmung kommt, wie du einatmest und wie sie geht, wie du ausatmest. Die Einatmung schafft innere Räume. Etwas in dir dehnt sich aus, erfüllt sich mit frischer Luft, mit etwas, das dich aktiviert, das dir eine innere Energie schenkt, etwas, das dich nährt. Und die Ausatmung, da zieht sich alles wieder zurück zu seinem Ursprung, zu seiner Mitte, ein Zentrieren nach innen zur Mitte, ein Loslassen dessen, was du im Moment nicht brauchst, was du jetzt nicht bist. Auch des Äußeren. Einatmen, diese innere Weite, das, was dich nährt, was dich trägt. Auch die Leichtigkeit, die im Gefühl der Einatmung nach oben entsteht. Und ausatmen, das Loslassen, das Zurückkehren, das Erden nach unten. Immer tief einatmen bitte, ganz tief und ganz tief aus. Nochmal so tief und genüsslich, wie es geht, einatmen. Und so auch wieder aus, ganz tief und genussvoll. Dann lass die Atmung wieder strömen, so wie sie kommt und geht, ohne dass du sie veränderst oder beeinflusst. Bring die Füße wieder näher zueinander, die Knie wieder auseinander, den gleichen Abstand zwischen Füßen und Knien. Leg dein rechten Bein, dein rechtes Bein bitte zur Erde, schieb die Ferse von dir weg nach vorn. Leg die Arme hinter dir ab, greif mit der linken Hand zum rechten Handgelenk und gib jetzt am rechten Handgelenk einen Zug nach hinten. Und dann kannst du spüren, dass der Arm sich streckt. Dann wird die Achsel lang, rechte Flanke wird länger. Atme dahin bitte in die rechte Seite, fächer die Rippen auf und schieb aus der Hüfte heraus die rechte Ferse ganz weit von dir weg. Stell dir vor, du drückst deinen Luftwiderstand von dir weg. Atme ein, zieh dich auseinander, mach die rechte Seite ganz lang, entspann dich im Ausatmen in diese Länge. Lass los. Und wieder einatmen, zieh dich auseinander, nach hinten und nach vorn. Atme aus, entspann in die Länge. Noch einmal bitte ganz tief einatmen, noch mehr in die Länge wachsen, noch größer strecken. Ausatmen, loslassen. Wechsel die Seite, rechten Fuß aufstellen, linkes Bein ablegen, rechte Hand zum linken Handgelenk, zieh dich hier nach hinten und spürst mal die Länge, die du dir schenkst. Im Arm, der linken Achsel, linken Flanke. Schieb die linke Ferse von dir weg. Und jetzt visualisiere den Abstand zwischen linker Ferse und linkem Handgelenk und versuch das im Einatmen zu strecken, diesen Abstand zu verlängern. Atme in die linke Flanke, atme aus, entspann dich wieder in die Länge. Einatmen, streck dich, Ferse nach vorn, Hand nach hinten ziehen, ausatmen, entspannen. Und nochmal, im nächsten Einatmen streck dich noch größer, die wahre Größe der linken Seite, noch größer. Atme aus, lass los. Und leg das rechte Bein mit zur Erde, schieb beide Fersen von dir weg, verschränk die Finger, dreh die Handinnenflächen nach hinten und jetzt aus der Mitte des Körpers denken. Atme ein, zieh dich auseinander, drück etwas nach hinten mit den Händen, nach vorne mit den Füßen, atme aus, entspann dich, lass los in die Länge. Einmal einatmen, streck dich aus der Mitte lang, räkel dich länger, atme aus, lass los. Nochmal, ganz tief einatmen, noch mehr strecken, noch mehr räkeln, mal rechts und links noch größer werden lassen. Ausatmen, lass los, bring die Arme zurück nach vorn, stell einen Fuß nach dem anderen auf und schüttel die Beine ganz locker bitte aus. Einmal locker ausschütteln.
Dann heb den rechten Fuß nach oben, schüttel das Bein nach oben in die Welt. Mach dich lebendig, mach dich frisch, frei von der Spannung. Wechsel, rechten Fuß aufstellen, linkes Bein nach oben, ganz locker ausschütteln. Ganz erfrischend, einfach ausschütteln. Und beleben. Und nochmal schütteln und wieder zurück. Stell den Fuß auf, heb die Arme nach oben, schüttel sie locker und lebendig aus. Auch immer das, was du nicht brauchst, all die Spannung und Anstrengung des Tages rausschütteln aus den Fingern. Nimm nochmal die Beine mit nach oben, schüttel dich wirklich ganz locker. Arme, Beine, alles ausschütteln, bring dich in Schwung. Ja, alles, was dich belebt, tut gut. Dann ist auch der Geist nicht mehr so fest, nicht mehr so fokussiert auf ein bestimmtes Problem. Einfach nur rausschütteln, frei werden. Und dann greif die Knie, ziehe sie zum Brustkorb, umarm dich und schaukel ein bisschen nach rechts und links. Mal ganz locker schaukeln. Ja, dann kannst du den Rücken schön massieren. Gut, dann komm wieder in die Mitte an. Stell die Füße auf. Leg dein linkes Bein zur Erde ab. Und zieh das rechte Knie nochmal ran, ohne es zu greifen. Einfach nur an den Oberkörper ranziehen. Jetzt machen wir mit dem rechten Knie Kreise in die Luft. Ja, wir bereiten jetzt das rechte Hüftgelenk auf die Yoga-Praxis vor. Du kannst gerne die Kreise klein beginnen. Also ganz neugierig spüren, wie groß sie werden dürfen. Und jetzt kommen wir wieder vom Nachdenken über diese Sequenz, vom Kopf in den Körper und spür dein rechtes Hüftgelenk. Jetzt stell dir vor, das macht die Bewegung aus sich selbst heraus. Also lass sie kreativ werden. Mal nach rechts, nach links kreisen, mal kleiner, mal größer, mal achten, mal Halbkreise. Eigentlich ganz egal was. Ja? Stell dir vor, das rechte Hüftgelenk, das sucht sich Bewegungen. Und darüber finden sich Fasern um das Gelenk herum, Richtung unteren Rücken oder Richtung Beine. Fasern, die sich freuen, wenn sie sich bewegen dürfen. Wenn es mal ein bisschen ziehen darf und mobil werden darf. Und lass dein Becken mitschwingen. Ja, dann hast du schon eine Drehrotation im unteren Rücken. Das tut dem auch gut. Und dann zieh das Knie ran, greifst mit der rechten Hand, dreh das Bein auswärts. Das heißt, das Knie zeigt nach rechts, der Fuß nach links, der Unterschenkel parallel zu dir. Linke Hand greift den Fuß, rechte Hand hält das Knie und jetzt such nochmal Bewegungen nach rechts und links und heran und von dir weg. Such und finde wieder Fasern, Muskelfasern des Körpers, die sich ein bisschen dehnen dürfen, die man so ein bisschen ziehen dürfen. Jetzt die rechte Hand an die Außenseite des Fußes oder zum großen Zeh oder wenn das wirklich zu weit weg ist, dann einfach Fußgelenk oder Schienbein. Schieb die Fußsohle mal hoch Richtung Decke. Schau mal, wie hoch du kommst. Ja, rechte Hüfte bleibt schwer. Jetzt die gesamte rechte Beinrückseite dehnt sich. Und dann komm aus der Dehnung raus, zieh das rechte Knie rechts neben dir zur Erde. Fuß zeigt immer noch hoch. Was dehnt sich jetzt im Bein? Ja, jetzt stell dir einen Luftwiderstand vor, den du hochschiebst, das Bein hochstrecken Richtung Decke. Mach so einen Abdruck nach oben in die Decke mit dem Fuß und komm nochmal zurück, Knie nach unten ziehen. Ein paar Mal noch Fuß hochdrücken, Bein lang machen und Knie wieder ranziehen. Wunderbar. Und dann löse auf, leg das Bein ab, schüttel die Beine ganz locker aus. Linken Fuß bitte aufstellen, linkes Gelenkstück ranziehen und Kreise machen. Erstmal in die eine Richtung, von klein zu groß. Ja, wenn das jetzt mal knackt im Hüftgelenk, dann ist das nicht ungewöhnlich. Eher die Einladung, dich dort mehr zu bewegen. Wenn du merkst, dass die eine Seite anders ist als die andere, dann ist das gut, dass du das mitbekommst, denn das ist normal im Körper. Wir sind nie völlig identisch in den Körperhälften. Und dann
Tauche in das Gespür des linken Hüftgelenks ein und suche Bewegungen. Oder anders gesagt, lass das Hüftgelenk sich bewegen dürfen. Ja, wir haben eine Körperintelligenz. Der Körper weiß genau, was er braucht. Du brauchst nur diesen Signalen zu lauschen. Finde die Bewegungslust und such Fasern, die sich dehnen und bewegen dürfen. Finde Strukturen des Körpers, denen das gut tut. Dann zieh das Knie ran, linke Hand zum Knie, rechte Hand zum Fuß. Dreh das Hüftgelenk auswärts, also Knie zeigt nach links weg, Fuß nach rechts weg. Das dient jetzt andere Muskelfasern. Und dann such dir diese Dehnung mit Bewegungen. Rechts, links, vor, zurück. Und immer wenn du dich an diesen Stellen fragst, was soll ich denn jetzt genau machen, was will der von mir, dann bist du wieder im Kopf. Ja, dann komm zurück in den Körper. Finde das für dich Gute, das Wertvolle für diesen Moment, ganz für dich. Jetzt noch ein Wechsel, linke Hand entweder an die Außenkante des Fußes oder den großen Zeh greifen oder eine andere gute Position. Jetzt stell dir ein Luftpolster vor, einen Widerstand, dass du hochschiebst zur Decke über dir, streck das linke Bein so gut es geht, spür die Länge in der Rückseite, ganz lange Muskelfasern und dann zieh das Knie neben dir zur Erde, Fußsohle zeigt nochmal hoch. Jetzt dehnt es auch an anderen Stellen der Muskulatur. Und das ein paar Mal. Fuß hochdrücken, einen Widerstand nach oben schieben. Linke Hüfte bleibt schwer und linkes Knie nach unten ziehen neben dir. Ein paar Mal noch. Also mal so wirklich die Fasern lang strecken. Letztes Mal ganz weit den Fuß hochschieben, einen Abdruck nach oben machen und dann löse auf. Bein zur Erde, mal Beine ausschütteln. Ich schaffe etwas Abstand zwischen den Füßen und drehe die Füße, mal Kreise nach vorn und lass diese Bewegung bis hoch in die Hüfte strömen. Ja, und wechsel die Richtung. Und die Füße bitte wieder vor dem Gesäß aufstellen. Wir gehen zur liegenden, gebundenen Winkelhaltung. Supta Baddha Konasana. Bring dafür die Fußsohlen zueinander und öffne die Knie nach außen. So, wenn du jetzt merkst, das dehnt sehr intensiv die Innenleisten, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Die eine wäre, was unter die Beine zu polstern. Dann kommen die Knie höher und die Muskulatur kann sich hier mehr entspannen. Da hast du nicht so einen Widerstand, gegen den du dich entspannen solltest. Andere Variante wäre einfach mit den Füßen weiter von dir wegkrabbeln. Dann nimmt auch die Spannung an den Innenbeinen ab, an den Adduktoren. Andersherum, wenn du mehr möchtest, dann zieh die Füße weiter Richtung Beckendamm heran. Die Hände entweder auf die Beine oder zum Boden oder mit Fäusten unter dir eine Stütze bilden für die Beine, wie du magst. Schließ doch mal die Augen und bring diesen inneren Blick in deinen Körper. Verbinde dich mit der Erde unter dir. Und dann schick die Atmung tiefer in den Beckenraum. So als würde im Einatmen die gesamte Struktur des Beckens sich aufplustern. Und ausatmend wieder zurückfließen in den Ursprung, die Ursprungsgröße und sich dabei mehr entspannen. Atme tief und fein in den Beckenraum.
Also kurz Reflexion zu den Kiefergelenken. Was machen die? Beißen die Zähne gerade zusammen? Wenn ja, dann locker die Kiefergelenke. Kleine Kaubewegungen. Vielleicht aber so ein genüssliches Brummen. Und dann räkel dich in diese Bewegung. Ja, also ganz sinnlich im Körper. Und wenn du Lust hast, dann machst du kleine Schmetterlingsbewegungen mit den Beinen. Also schwing die Beine hoch und runter. Feder dich in diese Haltung. Kiefergelenke locker. Atmung tief. Gut, dann bring die Beine wieder zueinander. Du kannst das mit den Händen gerne unterstützen. Leg sie nochmal ab am Boden. Schüttel sie aus. Klopf den Boden unter dir aus. Und stell die Füße wieder auf. Gut. Zieh die Knie zu dir ran. Bring die großen Zehen zueinander. Kreis bei den Knien nach außen. Das sollte jetzt deutlich weicher an den Hüftgelenken funktionieren. Bring die Knie wieder zueinander, greif die Kniekehlen und jetzt hol mit den Beinen Schwung, sodass du in eine Rollbewegung auf dem Rücken, auf der Wirbelsäule kommst. Roll dich vor und zurück. Nicht ganz nach hinten, also lass die Schulterblätter noch am Boden. Auch nicht ganz nach vorn, nicht, dass die Füße sich aufsetzen vorn. Versuch, also dich auszutarieren. Und dann versuch vorn zu bleiben an diesem schwebenden Sitz. Ja, die Sitzbeine nochmal am Boden integrieren, die Balance finden. Jetzt schließ den Beckenboden bitte. Zieh den Bauchnabel nach innen in den Körper, finde hier Halt. Und dann heb die Füße etwas an, sodass die Unterschenkel parallel zum Boden unter dir kommen. Atme. Zieh dich an die Kniekehlen ran, zieh dein Brustbein ran. Gleichzeitig auch verkürze den Abstand zwischen Schambein und Bauchnabel. Saug den Bauchnabel nach innen. Und immer noch atmen. Wenn du mehr möchtest, mehr in dieser Stabilität des Rumpfes, dann bring die Arme nach vorn. Und atme. Immer einatmen, auftanken, dich nähren. Ausatmen, die Mitte zentrieren, Bauchnabel nach innen, Beckenboden schließen. Mal tief ein und aus. Und dann stell die Füße auf, umarm die Schienenbeine. Kuschel dich einen Moment an dich heran. Tief durchatmen. Ein zweites Mal, komm wieder nach oben in diesen Balance-Sitz. Ja, gut am Becken austarieren. Greif die Kniekehlen, heb die Unterschenkel parallel zum Boden unter dir an. Und jetzt wieder den Abstand verkürzen zwischen Schambein und Bauchnabel. Bauchnabel nach innen ziehen, Beckenboden schließen. Und jetzt schöpf hier Kraft aus der Mitte deines Körpers und schöpf dort die Einatmung, die den Oberkörper aufrichtet. Und ausatmen, wieder dich verdichten in dieser Kraft in die Mitte des Körpers. Atmen. Eine Option, wenn du mehr möchtest, dann bring die Arme nach vorn, mach eine Faust, mal kurz im Ausatmen nach rechts tippen, einatmen in die Mitte, aus nach links tippen, einatmen in die Mitte, noch dreimal. Dann komm wieder in die Mitte an, die Arme nach vorn strecken, Brustbein heben, einatmen, Kraft tanken und ausatmen, Füße aufstellen, Schienbeine umarmen, tief durchatmen. Und dann wechsel zum Vierfüßler, bitte. Gut. Stell die Füße auf, fächer die Finger auf und richte die Hände so aus, dass diese kleinen Fältchen, diese Hautfältchen an den Handgelenken, dass sie genau nach vorn zeigen. Ja, das ist meist die optimale Position für die Handgelenke. Falls das nicht für dich der Fall ist, dann bitte die Hände so drehen, dass es für die Handgelenke passt. Finger auffächern. Drück die Außen- und Innenkanten der Hände in den Boden. Stell die Füße auf und zieh die Knie ein Stück hoch. Atme.
Bauchnabel hochziehen, Beckenboden schließen. Drück die Hände nach unten. Wenn du das wirklich machst, wenn du dir vorstellst, du schiebst den Boden nach unten, dann ziehst du dich zwischen den Schulterblättern ein Stück höher. Atmen, T-Shirt zwischen den Schulterblättern aufspannen. Jetzt schieb dein Gesäß Richtung Fersen, bleib mit den Knien in der Luft, komm mit dem Bauch an die Oberschenkel und mit diesem Kontakt an den Oberschenkeln schiebst du dein Becken hoch. Bleib am Oberkörper, bleib an den Oberschenkeln, die Knie gebeugt. Hände schieben den Boden nach unten, zieh die Flanken lang, die Achsen lang, zieh die Sitzbeine hoch und jetzt mal die rechte Ferse tiefer setzen. Rechtes Bein strecken, so gut es geht. Wieder die Ferse hoch, linke Ferse tiefer. Schau mal, wie das linke Bein sich streckt. Linke Ferse hoch und abwechselnd nochmal laufen. Ja, und ruhig wirklich in diese Dehnung der Beinrückseite kommen. Gut. Dann heb beide Fersen hoch. Verlängere nochmal die Flanken, schieb deine Sitzbeinhöcker weit hoch, drück die Hände nach unten und senk jetzt beide Fersen tiefer. Und schau mal, wie weit das geht. Atmen diese Haltung. Einatmen, bitte in den hohen Liegestütz nach vorn kommen. Ausatmen, zurück in den Hund schieben. Einatmen, hoher Liegestütz, komm nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Nochmal einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, zurück in den Hund, einatmen, hoher Liegestütz und jetzt in die Bauchlage mit dem Ausatmen. Senk die Knie zuerst, dann ganz langsam das Brustbein, die Ellenbogen an den Körper, Brustbein absenken und zum Schluss das Becken ausgleiten lassen. Leg die Füße ab, Becken schwer machen, einschaufeln, also Steißbein schiebt nach hinten runter, räkel die Schultern abwechselnd nach hinten und dann schlängel dich mal so ganz sanft bitte hoch in eine kleine Kobra und dann dreh dich nach rechts, rechte Hand in den Boden drücken, Blick über die rechte Schulter, komm zurück nach vorne in die Mitte, dann nach links drehen, linke Hand in den Boden schieben, Blick über die linke Schulter und zurück. Nochmal beide Seiten. Gut. Und dann komm in der Mitte an, Schultern zurückfließen lassen, zieh dich hoch in die Kobra und schieb dich zurück im Ausatmen in den Hund. Nochmal bitte auf der Stelle laufen und jetzt mal so kleine Hüpfbewegungen. Ruhig mal mit den Füßen abheben, Becken schwingen lassen, nach rechts und links hüpfen. Ja, wieder so ein bisschen lebendiger werden. Dann schau Richtung Hände, hüpf, spring oder lauf nach vorn. Eine ganz weiche Vorbeuge. Die Knie bitte gebeugt, Oberkörper entspannt. Und jetzt ruhig mal die Handgelenke bitte bewegen, sodass die sich wieder entspannen können. Auch die Schultern mitnehmen, den Kopf baumeln lassen. Ja, und beginnt so ein lockeres Federn um die Beine herum. Gut, dann lass dich ausgleiten nach unten. Mal rechtes Knie bitte beugen, linkes Bein strecken, in die Dehnung über das linke Bein verneigen, dann wechseln, links beugen, rechts strecken, über dem rechten Bein verneigen, nochmal nach links wechseln, nach rechts wechseln, beide Knie beugen, zieh dich nach vorne in die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, räkel die Flanken lang nach vorn, atme aus, verneig dich ein neues Mal vor dir zur Erde. Einatmen, komm über die Hocke hoch, Arme über die Seite hoch, zieh die Beinmuskeln hoch, ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, vorn hoch, drück den Boden weg und wenn du das machst, dann ziehst du dich hoch. Atme aus, entspann dich nach unten zur Erde, ganz weich, ganz sanft verneigen. Einatmen, halbe Vorbeuge nach vorn, ausatmen, die ganze Vorbeuge, Uttanasana nach unten. Einatmen, rechten Fuß, einen großen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn, ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund, der Blick Richtung Fuß oder Beine, einatmen, Katzenbuckel, senkt die Knie, Pferderücken. Ausatmen, das Kind.
Einatmen, schwing dich hoch. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, heb die Fersen. Jetzt streck die Beine. Atme aus, senk mit gestreckten Beinen die Fersen tiefer. Nochmal einatmen, Fersen heben, Beine lang machen. Ausatmen, mit langen gestreckten Beinen die Fersen sinken lassen. Bleib einen Moment hier. Und jetzt streck auch den Rücken, schieb die Hände nach unten, zieh die Sitzbeine hoch. Atmen, diese Dehnung. Einatmen, hoher Liegestütz. Mal ganz langsam zur Erde. Erst die Knie im Ausatmen, dann das Brustbein. Ellenbogen nah an den Körper ablegen. Legen, Becken einrollen, Schultern zurück. Räkel dich hoch in die Cobra. Und ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Jetzt drück die rechte Hand in den Boden. Richtig reinschieben. Heb das rechte Bein hoch. Schieb die Ferse weg. Winkel dein rechtes Knie, sodass die Fußsohle zur Decke zeigt und dann stell dir einen Widerstand vor, einen Luftwiderstand. Schieb den Fuß gegen diesen Widerstand hoch Richtung Decke. Linkes Knie gern beugen, rechts nochmal hochschieben. Und jetzt oben den Fuß nach links schieben. Rechte Hüfte über die linke stapeln. Atmen in die rechte Seite. Mit dem Blick zum linken Bein, wenn das Knie jetzt nach innen zeigt, dann mache die Auswärtsrotation, dass das Knie Richtung Kopf zeigt. Schau unter der rechten Achsel zur Seite, immer tief lächeln, tief atmen, schau Richtung Hände, schwing den rechten Fuß nach vorn. Gut. Rechtes Bein ist vorn, linkes ist hinten. Dreh das bitte auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzt. Grobe Orientierung, kannst du ungefähr die Fersen an eine Linie bringen. Hinteres Bein, also dass die Außenkante parallel zur hinteren Matte kommt. So, jetzt stütz dich bitte mit dem rechten Unterarm an den Oberschenkelansatz, also kurz hinter das Knie ab. Linke Hand an die Hüfte. Dreh die linke Schulter nach hinten. Ja, dreh dich nach links. Lehn die linke Schulter hinter dir an. Rechtes Knie angenehm beugen, sodass die Innenseite des linken Beines wieder eine kleine Dehnung erfährt. Und jetzt streck für Parshvakonasana, die seitliche Winkelstellung, den linken Arm bitte über dem Kopf aus. Jetzt visualisiere mit einem inneren Blick die gesamte linke Seite und schaff dort Raum zum Wachsen von der linken Außenferse bis in die linken Fingerspitzen. Atme hier ein, streck dich lang, atme aus, zentriere die Mitte des Körpers, schöpf hier Kraft, tank auf, einatmen, aus dieser Kraft strecken, ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen, Beckenboden schließen. Nochmal einatmen, strecken, ausatmen, bring die linke Hand zurück, Schritt zurück in den Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Knie, Brust, Bein, Becken absetzen. Einatmen, Cobra. Oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. So, linke Hand bitte in den Boden drücken. Und je mehr die linke Hand drückt, desto leichter hebt sich das linke Bein hoch. Ja, linke Hand drückt nach unten, linke Ferse schiebt hoch. Rechtes Knie leicht beugen. Linkes Knie beugen, sodass die Fußsohle zur Decke zeigt. Und jetzt schieb da was hoch, diesen Widerstand zur Decke hochschieben, schieben, schieben, schieben. Und oben dreh das Bein nach rechts, linke Hüfte hoch über die rechte. Atmen, rechtes Bein dreht auswärts, Knie zeigt Richtung Kopf. Jetzt unter der linken Achsel zur Seite weglächeln. Und tiefer atmen in die linke Flanke. Einatmen und ausatmen, Blick nach vorn, Fuß nach vorn. Dreh mich kurz, dann kannst du mich besser sehen. Du bleibst, wie du bist am besten. Linker Fuß ist vorn, rechter, so rechtwinklig von dir weg. Linkes Knie beugen, rechtes Bein strecken. Linker Ellenbogen bitte an den Oberschenkelansatz aufstützen. Rechte Hand an die Hüfte, dreh dich nach rechts, lehn die rechte Schulter nach hinten. Zweite Seite, jetzt den rechten Arm über dem Kopf von dir wegstrecken. Dann visualisiere die gesamte Länge der rechten Seite
von hinten unten, von der Außenferse bis über dir in die Fingerspitzen. Atme ein, streck die Länge deines Körpers. Atme aus, zentriere die Mitte deines Körpers. Einatmen, von dort wieder strecken, wachsen. Ausatmen, die Mitte definieren. Nochmal tief einatmen, ganz lang strecken, noch länger, noch länger, noch länger. Ausatmen, die Hand zurück, zurückschwingen in den Hund. Ja, vielleicht mal kleine Freudenhüpfer. All die Spannung wieder rausschütteln. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer und Bauchlage. Einatmen, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Lass uns mal kurz anhalten. Tief durchatmen. Jetzt füll mit dem Einatmen den Rücken. Drück die rechte Hand in den Boden. Drücken, drücken, drücken. Rechtes Bein nach hinten anheben. Winkel dein Knie. Schieb den Fuß hoch. Dreh die Hüfte auf. Analog zur vorherigen Runde. Fuß schiebt nach links. Und jetzt streck das rechte Bein bitte wieder lang. Ja, heb dein rechtes Bein, das gestreckte Bein ein bisschen höher. Schau unter der rechten Achsel zur Seite. Verlage Gewicht auf die linke Hand und wenn du möchtest, dann heb die rechte kurz auf die Fingerkuppen. Dreh dich nochmal weiter auf, heb dich höher, atme ein, atme aus, schau vor, schwing den Fuß nach vorn. Gut, jetzt brauchst du den Yoga-Block rechts neben dir. Bitte den Block aufstellen und am besten wirklich rechts von der Yogamatte weg. Aus zwei Gründen. Der erste ist, die Yogamatte ist sicherlich weicher als der Boden. Das heißt, der Block wackelt auf der Matte. Wackelt weniger, wenn der Boden fest ist, also nach außen von der Matte versetzen. Der zweite Grund ist, dass wir nachher, wenn der Block rechts außen ist, im Halbmond eine kleine Rückborge machen und das stabilisiert den. So, Block rechts schräg vorne. Eine Fußlänge vielleicht nach rechts vorne. Linkes Bein auswärts drehen. Rechte Hand an den Oberschenkelansatz, linke an die Hüfte. Dreh dich nach links auf in Parshvakonasana. Streck den linken Arm aus. Einatmen, strecken. Ausatmen, die Mitte definieren. Im Einatmen strecken. Ausatmen, zentrieren. Komm hier an, auch mit dem Geist, mit der Aufmerksamkeit. Einatmen, wachsen. Ausatmen, entspannen, in die Länge. Einatmen, richte dich auf. Bring beide Hände an die Hüfte. Atme aus, beug dein rechtes Knie. So, ich bitte dich kurz den Blick zum rechten Fuß zu bringen und hier die Zehen hochzuziehen. Rechten Fuß die Zehen bitte hochziehen. Und da siehst du auch bei mir gut, dass wenn ich die Zehen hochziehe, mein Fußgewölbe sich hebt, also der Innenknöchel zieht hoch. Ja, das stabilisiert das Fußgewölbe, richte den Fuß auf und stabilisiert ihn in seiner Grundbasis. Dann hast du für das Weitere eine stabile Basis. Du könntest die rechten Zehen oben lassen. Hat den Vorteil, dass der Fuß stabil bleibt. Den Nachteil, dass eine Auflagefläche fehlt und es ein bisschen wackeliger wird. Entscheide dich, entweder Zehen heben oder sanft ablegen, ohne das Fußgewölbe kollabieren zu lassen. Jetzt heb die Arme zur Seite an, Schulter hoch. Und schau nach rechts. Der zweite hält. Es ist ein kurzer Moment, dich zu fokussieren. Mit dem Blick in die Ferne, mit dem Geist in diesem Moment. Spür den Boden unter dir. Und wenn du ausatmest, dann verwurzel die Füße nach unten. Schöpf Kraft und Halt von der Erde. Wenn du einatmest, dann wachse damit in langen Flanken hoch. Räkel dich hoch. Ausatmen nach unten. Vertrauen finden zur Erde. Einatmen, aus diesem Vertrauen wachsen. Frei werden, leicht werden. Jetzt senk die linke Hand an die linke Hüfte.
Ganz in Ruhe bitte mit dem rechten Arm von dir wegziehen nach rechts. Ganz lang, rechte Flanke ganz lang. Jetzt schau zum Block und senke die rechte Hand auf den Block. Ja, wenn er jetzt zu weit weg ist, dann hol den hinteren Fuß ein Stück ran. Nochmal fokussieren, zentrieren, den Blick nach unten zum Fuß. Zieh dich ein bisschen mehr nach vorne, hol den hinteren Fuß heran. Jetzt ganz in Ruhe, rechten Fuß drückst du nach unten in den Boden. Drück, 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 drück. Rechtes Bein beginnt zu strecken, linkes Bein hebt automatisch ab. Ja, jetzt bau den Block unter die rechte Schulter. Rechts außen, aber unter die rechte Schulter. Dreh dich nach links, lehn die linke Schulter nach hinten an. Jetzt hebt dein linkes Bein, gefühlt parallel zum Boden. Blick gern nach unten. Oder nach links, lass dir Zeit, finde Vertrauen, wenn du ausatmest, Vertrauen zu dir, zu deiner Kraft, zur Erde, die dich trägt. Wenn du einatmest, dann streck dich, streck die Beine. Linkes Bein, stell dir vor, du schiebst deinen Luftwiderstand weg, drückst etwas weg. Heb den linken Arm nach oben. Einatmen, wachsen aus der Mitte des Körpers. Ausatmen, die Mitte definieren, Kraft auftanken, stabilisieren und aus der Kraft wieder einatmen, strecken. Wenn du magst, voller Vertrauen zu dir, zu dem, wie du bist, dann schau hoch Richtung Decke, den linken Arm entlang und atmen, ganz präsent sein. Linke Hand langsam zurück an die Hüfte, Blick langsam nach unten. Rechtes Knie beugen, jetzt ein großer Schritt zurück, lass dir Zeit, ganz langsam, hinteren Fuß aufsetzen, einatmen, auftauchen, zweiter Halt, ausatmen, ankommen, voilà, einmal einatmen, frei nach oben wachsen, ausatmen, Arme entspannen, linke Hand nochmal an die Hüfte, rechter Arm dreht auswärts, einatmen, streck den rechten Arm hoch, ganz lange rechte Seite. Atme aus, Mitte des Körpers definieren, Seitbeuge nach links. Einatmen, rechte Flanke ganz groß werden lassen, ganz erhaben. Ausatmen, Mitte des Körpers stabilisieren und tief atmen. Blick gern am Arm entlang nach oben zum Himmel. Im nächsten Einatmen richte dich auf. Ausatmen, Parshvakonasana, linken Arm über dem Kopf ausstrecken. Einatmen, linke Flanke lang. Ausatmen, Hände zur Erde. Jetzt, bevor wir auflösen, bitte den Block nach links. Links außen, neben deiner Yogamatte. Dann komm zurück in den Rund. Und komm erstmal an. Wieder eine symmetrische Haltung. Rechte und linke Körperseite fühlen sich anders an. Beobachte, was jetzt ist in dir, im Körper, im Geist, in der Atmung. Einatmen, hoher Liegestütz, Chaturasana, ausatmen, tiefer Liegestütz, Chaturanga, dann die Bauchlage, einatmen, Cobra. Ausatmen, abwärts schauen nach unten. Jetzt drück die linke Hand in den Boden. Links drücken, drücken, drücken. Linkes Bein nach oben heben, ganz in Ruhe. Winkel dein linkes Knie. Stell dir diesen Widerstand vor, gegen den der Fuß nach oben zur Decke schiebt. Und schieb, schieb, schieb hoch. Oben nach rechts, linke Hüfte über die rechte stapeln. Rechtes Bein dreht auswärts, streckt das rechte Bein. Und streck das linke auch, ganz langsam, ganz bewusst. Linke Zehen spreizen, Ferse wegschieben und das Bein ein bisschen höher. Rechte Hand drückt nach unten. Wenn du möchtest, linke Hand auf die Finger kuppen. Dreh dich nach links, unter der linken Achsel durch. Schauen, lächeln, atmen. Einatmen, linkes Bein hoch. Ausatmen, schau nach vorn, linker Fuß nach vorn. Bleib hier. Ich wende kurz, damit du mich dann besser sehen kannst. Rechtes Bein bitte auswärts drehen. Gut.
Wir gehen den gleichen Weg wieder hoch. Der erste Schritt zu Parshvakonasana. Linker Ellenbogen aufstutzen. Rechte Hand an die Hüfte. Dreh dich nach rechts. Lehn die rechte Schulter zurück. Streck den rechten Arm über dem Kopf aus und atme ein. Definier die gesamte rechte Seite lang. Atme aus, zentriere die Mitte. Mal einatmen, strecken. Ausatmen, Mitte zentrieren. Letztes Mal einatmend in dieser Haltung strecken, wachsen. Ausatmend, Mitte stärken. Und einatmen, schwing dich nach oben hoch. Und atme aus, bring die Hände zur Hüfte. Den Blick zum linken Fuß bitte. Heb dort die Zehen. Und auch hier kannst du wunderbar sehen, dass das Innengewölbe sich hebt. Also Innenknöchel zieht hoch, wenn du die Zehen hochhebst. Das wäre jetzt die stabilste Basis für den Fuß und seine Struktur. Aber auch ein bisschen wackelig, von daher kannst du gerne einen Kompromiss machen. Die linken Zehen senken, ohne zu krallen und trotzdem das Fußgewölbe aufgerichtet lassen. Gut. Linkes Knie beugt. Rechte Beininnenseite kann sich strecken. Jetzt kommen den zweiten Helden. Heb einatmend die Arme an. Entspann ausatmend die Schultern. Einatmend, räkel den Oberkörper und seine Flanken nach oben. Atme aus, spür den Boden, werde dich dessen gewahr. Einatmen aus der Kraft des Bodens nach oben leicht werden und wachsen. Ausatmen nach unten, Vertrauen finden zur Erde, die dich trägt. Und das mit jedem Atemzug neu. Und der Blick jetzt über den linken Arm in die Ferne. Und der Halbmond braucht Balance und braucht einen klaren Fokus. Ich bitte dich, den jetzt zu finden. Immer wieder bei dir anzukommen. Zentriert, bewusst, aufmerksam. Den Körper zu genießen. Den Moment und die Erfahrungen, die aus diesem Moment erwachsen, sich an denen zu erfreuen. Jetzt senk die rechte Hand an die Hüfte. Zieh dich mit links weiter nach links, richtig lang, links, 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 linke Flanke ganz lang. Jetzt den Blick nach unten zum Block, die Hand auf den Block. Rechten Fuß gern nachziehen, dann ist der Block nicht so weit weg. Mal links die Zehen wieder heben oder nicht krallend am Boden ablegen. Und dann ganz langsam, ganz bewusst, linkes Bein nach unten drücken, 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 streckt sich, rechtes Bein löst sich fast automatisch ab. Rechte Hüfte zieht hoch und nach hinten. Rechtes Bein hebt sich. Linker Fuß drückt nach unten. Den Block bitte unter die Schulter. Der außen versetzt ist, machst du automatisch eine kleine Rückbeuge im Oberkörper und das stabilisiert diese Haltung. Der Blick entweder nach unten in die sicherste Variante oder nach rechts. Und dann den rechten Arm hochstrecken. Und wenn du einatmest, dann finde ganz viel Größe, innere Größe, die dich erhebt. Und wenn du ausatmest, dann finde die Kraft, die dich trägt und stabilisiert und das Vertrauen, das du hast zu dir, zur Erde, zu dem, was dich trägt. Und einatmend das, was dich nährt, aufnehmen. Vielleicht mal ganz langsam den Blick hoch zur rechten Hand und atmen und freuen. Dann den Blick langsam wieder nach unten, wir gehen den Weg zurück, rechte Hand an die Hüfte. Und ein ganz langsamer Ausfallschritt nach hinten, linkes Knie beugen, ganz langsam zurückkehren. Zweiter Held. Voilà, tief durchatmen. Linke Hand bleibt, rechte an die rechte Hüfte, linker Arm dreht auswärts, jetzt atme ein, streck den linken Arm, streck die gesamte linke Seite. Atme aus, neig dich nach rechts und zentriere die Mitte des Körpers. Und dann hier ankommen, atmen lassen. Also ganz tief, ganz genussvoll die linke Seite beleben.
all ihrer Größe und Schönheit. Mit dem nächsten Einatmen aufrichten, ausatmen zu Parshvakonasana, ein ganz eleganter Weg dahin. Und einatmen, streckt die rechte Seite jetzt nochmal ganz in ihre Größe und Schönheit. Atme aus, zentriere dich, letztes Mal im Einatmen strecken und ausatmen, die Hände zurück und schwing dich zurück in den Hund. Ich glaube, es ist an der Zeit, tief durchzuatmen. Und vielleicht auch nochmal so wunderbar befreiende Freudensprünge zu machen. Und dann komm wieder an, räkel dich in den abwärtsschauenden Hund in all seiner Größe, in all den Fasern deines Körpers. Finde die Atmung, vertief sie in den Rücken. Ja, du hast dich eben an den Schulterblättern angelehnt, symbolisch, hast Halt auch in der Rückseite gefunden. Jetzt lass die Rückseite atmen. Dann senk die Knie zum Vierfüßler und räkel dich hier bitte ganz frei durch. Und jetzt wird die linke Hand eine Hand, die dich stützt und trägt. Einatmend, rechte Hand über die Seite nach rechts aufdrehen. Ausatmend, fädel den rechten Arm nach links, linken Arm gern neigen. Einatmend, nach rechts aufdrehen. Der Blick kann folgen. Ausatmend, Arm in eine andere Richtung nach links fädeln. Und das noch ein paar Mal. Und beim nächsten Ausatmen bitte ich dich, die rechte Schulter zum Boden abzulegen, den Arm nach links zu schieben. Wenn der Boden zu tief ist, dann nimm ein Kissen oder Decke oder den Block, leg die rechte Schulter ab. Gut, jetzt bitte linke Hand auf Höhe des Gesichts und unter dem Ellenbogen aufsetzen. Dann drück die linke Hand in den Boden, linke Schulter zieht sich zurück, das Drehen wird intensiver, kannst du hier bleiben. Oder eine entspanntere Variante probieren, mit dem linken Arm nach vorn krabbeln und der linken Seite Raum geben. Mach die Variante, die dir jetzt am meisten gefällt. Atme dich in diese Drehung. Bereite dich auf den Weg zurück vor zum Vierfüßler. Linke Hand aufsetzen, nach unten drücken. Und so wie du drückst, so ziehst du dich hoch, kommst zum Vierfüßler. Eine kleine Räkelbewegung bitte. Jetzt die rechte Hand auffächern, in den Boden drücken. Die rechte Hand, die dich trägt, die dir Halt gibt. Einatmen, dreh dich nach links hoch. Atme aus, fädel den Arm nach rechts. Rechten Arm beugen. Einatmen, nach links hochziehen. Gern mit dem Blick folgen. Ausatmen, in eine andere Richtung den Arm nach rechts schieben. Und noch ein paar Mal bitte dich erfahren. Letzte Runde. Wenn du ausatmest, dann senk die linke Schulter. Arm schiebt nach rechts. Erinnere dich daran, das gemütlich zu machen. Linke Schulter gerne abpolstern. Rechte Hand vor dem Gesicht unter dem Ellenbogen aufsetzen. Dann drücke die rechte Hand in den Boden, schieb den nach unten. Und dann zieht die rechte Schulter sich zurück. Du lehnst den Schultergürtel an, vertiefst die Drehung im Brustkorb. Verfeiner die Atmung. Und wenn du im Laufe der Zeit mehr Entspannung möchtest, dann krabbel mit dem rechten Arm von dir weg, streck ihn lang. Und lass dich in die Länge, in die Drehung fließen. Und finde auch hier deine Lieblingsvariante für diese Seite. Und die findest du mit dem Gespür für deinen Körper.
Verfeinere die Atmung. Bereite dich zurück auf den Weg zum Vierfüßler vor. Rechte Hand aufsetzen, nach unten drücken, in den Vierfüßler hochkommen, durchreikeln. Dann bring die Knie etwas weiter nach außen, die großen Zehen zueinander, schieb dein Gesäß Richtung Fersen, kuschel dich in die Haltung des Kindes. Da können die Arme vorn bleiben oder ein Kissen für die Stirn formen oder du kannst die Hände auch Richtung Füße bringen. Ja, finde deine Lieblingsvariante und kuschel dich so richtig schön an dich heran. Und zur Erde, die war immer da, die ganze Yoga-Praxis über, hat dich getragen, hat dir Halt gegeben. Besonders als nur ein Fuß im Halbmond die Erde berührte. Und das jetzt ist wie eine kleine dankbare Verneigung vor der Kraft der Erde, vor Mutter Erde. Und stell dir vor, du baust ein Feld des Vertrauens um dich herum auf. Ein Vertrauen, das dir Geborgenheit schenkt. Erfahre die Atmung im Raum des Rückens. Und lass sie sogar bis in den Bereich der Nieren strömen. Und dann komm langsam hoch zum Sitzen. Stell die Füße vor dir auf. Jetzt brauchst du hinter dir Platz, um dich nach hinten ablegen zu können. Also rutsch ein Stück weiter vor. Räum hinter dir alles frei. Und dann greif dir die Kniekehlen. Und jetzt roll dich ganz langsam nach hinten. Bauchnabel ziehst du ein, Beckenboden schließt du. Ganz langsam, Wirbel für Wirbel, legst du dich zur Erde. Dann kommen die Schulterblätter zum Boden, leg sie breit dort ab, leg die Arme neben dir ab, die Füße gut aufsetzen. Jetzt bitte ich dich, die Füße nach unten zu drücken, drück, 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 dann hebt sich das Becken hoch, muss nicht ganz hoch kommen, nur ein bisschen einfach abheben. Jetzt schüttel dein Becken ganz locker aus, ja, oder Feder hoch und runter. Ja, finde so eine locker freie Bewegung im gesamten Rumpfbereich. Du kannst auch gerne mit dem Kreuzbein die Matte unter dir sanft ausklopfen und nach rechts und links wandern. Ja, vielleicht hast du eine andere Schüttelidee. Und wenn es gut ist, dann senk dein Becken zurück. Heb die Arme und Beine hoch, schüttel dich auch hier nochmal ganz locker aus. Und dann umarm deine Knie zu Apanasana. Finde auch hier wieder dieses Vertrauen zu dir, die Geborgenheit zu dir. Und beginne ein wenig zu schaukeln, rechts und links. Auf Wunsch kannst du gerne in diese Babyhaltung übergehen, also entweder die Außenkanten der Füße greifen,
die Fußsohlen hochschieben oder die großen Zehen umklammern. Und dann zieh die Knie ein Stück zu dir heran, sodass der untere Rücken wieder Richtung Boden kommt. Und räkel dich nochmal durch. Und dann geh wieder diesen Bewegungswünschen deines Körpers nach. Der weiß jetzt, was er braucht. Und es ist ganz egal, was du machst, wie es aussieht. Es ist einfach ein Moment, ganz genüsslich deinem Körper etwas zu schenken. Und wenn du das beenden möchtest, dann stell die Füße einfach wieder auf am Boden. Breite die Arme zur Seite aus. Drehe die Arme aus, während zuerst die Handinnenflächen nach oben zum Himmel zeigen. Das hat den Vorteil, dass die Schultern sich leichter nach unten entspannen können. Also leg den Schulterbereich breit und weich zur Erde. Versetz das Becken eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links sinken. Du kannst gerne die linke Hand auf die Knie bringen. Wenn du den Kopf wenden möchtest, dann bitte vorher ein Stück nach links versetzen, dann nach rechts wenden. Den rechten Arm wieder zur Seite oder schräg nach hinten. Wenn du merkst, dass die rechte Schulter abhebt, dann entweder kannst du sie abgehoben lassen, auch den Arm schweben lassen, das dehnt die Muskulatur in der Achsel sehr gut, oder wenn es zu intensiv ist, dann komm mit den Knien ein Stück höher, mit dem oberen Knie zumindest. Oder leg dir was unter die rechte Schulter drunter. Und dann entspann dich in diese Drehung. Atme wieder feiner und tiefer, nährender. Mal tief durchatmen. Und dann finde in Ruhe die Mitte, komm zurück. Mit dem Becken auch zur Mitte und dann eine halbe Breite nach links. Die Knie nach rechts, vielleicht rechte Hand auf die Knie, wie du möchtest. Den Kopf, wenn du ihn wenden möchtest, dann erst nach rechts versetzen, dann nach links wenden. Den linken Arm bequem ablegen, zur Seite oder schräg nach hinten, vielleicht was unter die Schulter oder einfach mit dem oberen Knie ein Stück höher oder etwas zwischen die Kniepolstern. Mach dir für einen Moment ganz gemütlich und erholsam. Und finde auch eine erholsame, entspannende und regenerierende Atmung. Komm wieder in Ruhe zurück zur Mitte. Das Becken zurück. Lass die Beine ausgleiten. Und leg die Arme hinter dir ab. Und frag bitte die Daumen, sodass du dich über die anderen Finger nach hinten räkeln kannst. Mal ganz lang werden. Streck die Füße nach vorn. Streck dich von den Zehenspitzen nach vorn über den Körper symbolisch hinaus. Und mit den Fingerspitzen über den physischen Körper hinaus nach hinten.
Und dann recke dich rechte und linke Seite. Wird immer größer und größer. Atme ein aus der Mitte, streck dich lang nach vorn und hinten. Atme aus, entspann dich, lass los. Und nochmal einatmen, wachsen. Ganz weit strecken, die wahre Größe. Ausatmend in sie entspannen. Ein letztes Mal einatmend, noch mehr in die Größe wachsen, in die innere und äußere. All diese Präsenz ausatmend loslassen. Und dann leg dich wie von oben wie ein X, also die Arme schräg nach hinten, die Beine etwas weiter auseinander. Wenn du dich von oben sehen würdest, würdest du sehen, du liegst wie in einem X. Und schieb die Fersen weg, ganz entspannt. Ich bitte dich, die Aufmerksamkeit zu dir zu bringen, zum Körper, die Augen zu schließen, die Unterlagen unter dir zu spüren. Dann bring den inneren Blick zum rechten Bein. Schieb die rechte Ferse jetzt aktiv von dir weg und spann alle Muskeln im rechten Bein an. Bring das rechte Bein schwer und mit dieser schweren Kraft hebst du das rechte Bein ein kleines Stück ab. Halten, atmen, rechtes Bein ganz schwer, ganz stark, ganz fest. Und ausatmen, rechtes Bein zurücksinken lassen. Wunderbar. Blick zum linken Bein, linke Ferse wegschieben. Spann alle Muskeln im linken Bein an, zieh sie Richtung linke Hüfte. Das linke Bein schwer und kraftvoll denken und dann langsam heben, aus der Mitte des Körpers, aus der Kraft heben, atmen, halten, halten, halten und loslassen. Linkes Bein zurücklegen und entspannen. Den inneren Blick zum rechten Arm, zur rechten Hand. Mache eine Faust, richtig drücken, rechten Arm, alle Muskeln anspannen, zur rechten Schulter ziehen. Und die Knochen wegschieben, ganz lange, rechter Arm. Der geht schwer, ganz, ganz schwer, schwer, schwer. Mit ganz viel Kraft hebst du den rechten Arm ein kleines Stück ab. Halten in dieser Kraft und Spannung. Halten, halten, halten und loslassen. Und rechte Faust öffnen. Rechter Arm sinkt Richtung Erde. Den Blick zum linken Arm, zur linken Hand. Mach eine Faust, drück die Faust. Spann alle Muskeln im linken Arm an, zieh die Richtung Schulter und schieb nochmal den Arm von der Schulter weg, ganz lang werden und in all der Kraft, in all der Schwere, den linken Arm ein Stück heben, gerade so kannst du ihn heben, halte ihn in der Kraft und Spannung, halten, halten, halten und loslassen, rechten linken Arm zurücksinken lassen, Faust öffnen, linker Arm wird schwer, jetzt mal beide Fersen wegschieben, beide Beine anspannen, die Muskeln zum Körper, zur Hüfte ziehen, die Knochen wegschieben über die Fersen. Beide Arme machen eine Faust, schieben die Faust weg und ziehen die Muskeln zum Körper ran. Alles ist aktiv, Arm und Beine halten, die Mitte anspannen, Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen, schöpf hier Kraft. Im nächsten Ausatmen heb die Arme, heb die Beine ein Stück an, halte, 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 halte. Und lass los, Arm und Beine zurücksinken lassen. Entspann dich, such dir eine Lieblingsposition. Räkel dich zurecht. Atme tief ein und tief aus. Und mit der Einatmung finde wieder eine neue, frische Energie, das dich nährt. Das dir Leichtigkeit schenkt und Freiraum, um durchzuatmen. Und wenn du ausatmest, dann vertraue dich der Erde an. Finde die Geborgenheit, spür den Halt, der dich trägt. Tief durchatmen, in das, was dich nährt, einatmen. In das, was dich trägt, ausatmen. Entspann dein Gesicht, deine Stirn, deine Augen. Lass den Raum zwischen den Augen weit werden. Entspann die Kiefergelenke, deine Zunge.
und deine Lippen. Dein gesamtes Gesicht. Entspann die Schultern, lass sie Richtung Erde sinken. Entspann die Arme, die Oberarme, die Ellenbogen, die Unterarme. Entspann die Handgelenke, deine Handteller und deine Finger. Lass den Oberkörper zur Erde schmelzen. Auch dein Becken. Dann lass die Atmung in den Raum des Beckens strömen. Schenk den Hüftgelenken ein Gefühl der Weite und der Durchlässigkeit. Erlaub, dass ein Gefühl der Entspannung durch die Hüftgelenke in die Beine strömt, in die Oberschenkel. Lass auch die Knie weit werden. Entspann die Unterschenkel mit den Waden. Lass die Fußgelenke locker werden, die Füße klappen nach außen. Entspann die Fußsohlen und bis in die Zehen. Lass die gesamte Haut deines Körpers weich werden. Die Haut, die dich umhüllt. Sie wird weich und glatt. Auch die Muskelfasern unter der Haut können sich entspannen. Und dieses Gefühl des Entspannens sinkt durch die Muskulatur tiefer in den Körper, bis in alle Knochen und Gelenke. Genieß einen seligen, wunderschönen Moment für dich. Einfach nur genießen.
beginnen, die Atmung wieder einzuladen, sodass sie durch den gesamten Körper strömen kann. Bis in die Peripherie, bis in die entferntesten Bereiche deines Körpers. Lass dich von einer tieferen, fließenderen Atmung durchströmen. Und finde mit dem Einatmen wieder diese innere Lebendigkeit und Frische, die sich auch über die ersten Bewegungen deines Körpers manifestieren kann. Beobachte, wo sich etwas bewegen darf, wo sich etwas räkelt. Gönn dir davon mehr. Beginn dich zu strecken, zu dehnen, zu verwöhnen, vielleicht auch mal zu gähnen. Und dann komm bitte wieder hoch zum Sitzen. Ich würde dich für einen Moment noch einladen, innezuhalten, mal die Augen zu schließen, den Blick nach innen zu bringen und zu spüren, wie du jetzt bist. Dein Körper sich anfühlt, wenn er den Boden berührt, aber auch aus dem Boden herauswächst nach oben. Diese innere Größe dich aufrichtet, frei, lebendig und doch nach unten zentriert und voller Vertrauen auf dich selbst. Und zu dem, wie du bist. Und so wie du bist, so ist das gut. Dann bring zum Ende der Stunde die Hände bitte vor dem Herzen zueinander. Zu einer Geste, die uns dankbar verabschiedet aus den Erfahrungen, die wir gemeinsam genießen durften und erleben durften. Erfahrungen, die dich tragen können auf den Wegen, die vor dir liegen. Und so atme beim nächsten Mal tiefer aus und öffne im Einatmen die Arme. Bring sie über die Seite zu einem großen Bogen hoch nach oben. Atme aus, bring die Hände zueinander, dann vor die Stirn, den Mund und zurück zum Herz. Nochmal vom Herz einatmend die Arme ausbreiten, über die Seite hoch in die Welt. Ausatmend, die Hände vor dir zurück zum Herzen. Wenn du möchtest, dann genieße auch eine Verbeugung mit einem Danke zu dir und zur Erde, die dich trägt. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne die Augen, dann danke ich dir auch für die Zeit, die du mir schenktest und wünsche dir alles Gute. Namaste.